Herzlich willkommen bei Regio TV mit Andi Wilsing im Café Galau. Tada! Yeah! Andi Wilsing, yeah! Da kriegt man gleich gute Laune. Schön. Ah, oh, Mensch. Ja, so ein Swing, ja? Ja, so ein Swing. Und man ist klar, du bist Sänger. Ja. Und wie das aussieht, wenn du singst, deine Musik, das sehen Sie jetzt. Und da ist die erste Textzeile auf Deutsch: Verschwendet waren alle diese Selbstzweifel. Ja. Wieso hast du Selbstzweifel gehabt? Diesen Zweifler, den habe ich immer noch in mir. Ja. Das ist vielleicht was, was ich mit einigen Künstlern gemein habe. Also, dass man immer das Gefühl hat, jetzt habe ich es geschafft, aber werde ich es das nächste Mal schaffen? Kann ich das Level jetzt halten? Aber du sagst ja auch gleichzeitig, es war verschwendet. Richtig. Das heißt, du kommst dann ja auch immer wieder zur Erkenntnis, was mache ich denn hier eigentlich? Hör doch auf damit. Ja, ganz genau, das ist es. Und deshalb habe ich dieses Lied auch so getextet, um mir das selber immer wieder mal zu vergegenwärtigen. Verschwend nicht so viel Gedanken, nicht so viel Energie auf die Zweifel. Setz die Energie lieber ein für die Dinge, die dich voranbringen, was du wirklich tun willst. Ja, und man merkt, dass du die Lieder selbst komponierst. Ja, richtig. Da merkt man deine Seele. Das ist schön, dass das rüberkommt, so soll es sein. Also es ist auch in der Tat so, dass ich mein Herzblut in die Musik reingebe. Nur so funktioniert Musik für mich. Also über die Musik komme ich mit meinen Emotionen, mit mir selbst in Kontakt. Mhm. Und ja, das ist mein Antrieb, das ist, warum ich das mache. Wir quatschen gleich weiter, Andi. Ja. Wir schalten jetzt erstmal in unseren nächsten Beitrag und sind gleich wieder da. Lernen dich natürlich im Laufe der Sendung auch noch ein bisschen mehr kennen, weil man muss sagen, es gab auch Zeiten in deinem Leben, da warst du wirklich ganz, ganz tief am Boden. Ja. Aber alles gleich, ja, jetzt erstmal in den Beitrag. So würde eine Stadt aussehen, wenn Kinder sie planen könnten. Und eine Sache ist dabei total auffällig. Herr Dr. Giese, was wird denn gerade diskutiert mit den Kindern? Ja, wir diskutieren gerade, wie ihre Stadt aussieht und was diese Stadt braucht. Und wir haben ja schon gesehen, sie braucht auf jeden Fall viele Swimmingpools. Wir sind im Stadtpalais. Heute fällt der Startschuss für die neu gegründete Stadtbauakademie. Der Direktor ist schon fleißig mit den Kindern am Diskutieren. Denn genau darum geht es. Mit dieser Aktion sollen vor allem junge Menschen zum Mitreden motiviert werden. Die Stadt ist auch uns und ihr entscheidet nicht einfach alle über unsere Stadt, sondern wir wollen mitreden und wir wollen sie auch beflügeln, zu sagen, hey, wir geben euch im Stadtpalais auch das Forum und die Stimme, auch mitreden zu können. Spielerisch setzen sich die Kinder so mit ihrer Stadt auseinander. Sie haben zum Beispiel eine Mental Map erstellt, das heißt aus dem Kopf den Schulweg gemalt mit Dingen, die ihnen aufgefallen sind. Oder sie haben zum Beispiel auch Häuser gebaut. Also ich habe einen Berg beschrieben, also da wohne ich. Da ist der Eingang zu unserem Privatgrundstück. Hier ist einfach nur eine Lampe, die mich ärgert, weil die einfach nur rumsteht wie nichts. Atala, was hast du gebaut? So ein Haus, das aus Styropor, Strohhalm und Holzstäben besteht. Und war schwer, ein Haus zu bauen? Unter Zeitdruck schon. Wir hatten 30 Minuten Zeit, also 30 Minuten. Wow, 30 Minuten. Was glaubst du, wie lange es dauert, ein echtes Haus zu bauen? Schätz mal. 3 bis 5 Tage. Die Stadtbauakademie ist eine Kooperation zwischen der Wüstenrot-Stiftung und dem Stadtpalais. Wir unterstützen das hier, wir fördern das hier, weil wir finden, dass die Kinder und Jugendlichen viel mehr über ihre Städte und hier über die Stadt Stuttgart wissen müssen und dass sie lernen müssen, wie die Prozesse, wie man eine Stadt weiterentwickelt, eigentlich funktionieren, dass sie später mal verantwortungsvolle Bürger sind und mit Spaß teilhaben. Jeder kann mitmachen und das ganz einfach. Indem man bei uns vorbeikommt, bei den Ferienprogrammen sich anmeldet oder als Schule sagt, wir möchten gerne teilnehmen, als Jugendliche vorbeischaut, sagt, ich interessiere mich für ein Thema, ich komme zu euren Angeboten. Alle Infos zum Mitmachen gibt's auf www.stadtpalais-stuttgart.de. Das deutschlandweit einmalige Projekt bereichert die Stadt Stuttgart für die nächsten 3 Jahre. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, mitmachen lohnt sich nicht nur für Kinder.
Wir sind zurück mit Andy Wilsing. Er ist Sänger. Wann hast du gemerkt, die Musik brauche ich für mein Leben? Wann? Ja, gab es da so ein Schlüsselerlebnis? Mein Vater war Opernsänger, lief schon immer singend durch die Wohnung. Hat es dir gefallen oder fandst du das furchtbar? Nee, ich fand das toll. Ja. Ich habe auch selber sehr schnell angefangen, Tonbänder zu besingen und meinen Vater zu imitieren. Das war von vornherein für mich schon immer ein Mittel meines Ausdrucks. Ja. Das heißt auch, du stellst dich ja wirklich immer wieder deinen Emotionen, das sind ja oft wahrscheinlich auch keine schönen, das ist doch auch oft wahnsinnig belastend und anstrengend oder letztendlich dann befreiend, wenn es raus ist. Ich denke, man kommt nicht drum rum. Wenn man Emotionen, schlechte Emotionen wegdrückt, dann hat das zur Folge, dass sie noch größer werden. So lange, bis sie an die Oberfläche kommen. Und mittlerweile habe ich keine Angst mehr davor, weil ich so viele gute Erfahrungen damit gemacht habe, diesen Emotionen nachzuspüren und einfach weiß, letztendlich ist es nur eine Bewertung, das als negativ oder als schlecht abzutun. Es ist erstmal eine Emotion und die will gefühlt werden. Mhm. Und wenn sie gefühlt ist, dann darf sie gehen. Und dann ist man wieder leichter. Und sowas aus dem Mund eines Mannes. Also ich bin ganz beeindruckt. Super. Und weil du sagst, du hast keine Angst, in die Emotionen zu gehen, möchte ich gleich nach einer kurzen Pause mit dir, was wir vorhin schon angedeutet haben, über das reden, was in deinem Leben nicht so schön gelaufen ist. Vielleicht hast du deswegen auch keine Angst mehr, weil du viel durchgemacht hast. Genau. Bleiben Sie dran. Mehr von Andy Wilsing und seinem spannenden Leben dann gleich bei uns. Wir sind zurück mit Andy Wilsing, heute bei mir in der Sendung. Er ist Sänger. Und das Schöne bei dir ist, Andy, bei Menschen, die Kunst machen und natürlich auch in der Öffentlichkeit somit stehen, sieht man oft immer nur die schönen Seiten und das Schein und alles scheint immer bei euch so toll zu laufen und ihr seid von der Muse geküsst. Und es ist schön, dass wir jetzt auch mal darüber reden, dass es Schattenseiten gibt. Und die haben aber auch wieder was mit deiner Musik zu tun. Und zwar warst du alkoholabhängig. Richtig, ja. Wie ist das passiert? Mich hat der Alkohol immer begleitet, aber irgendwann habe ich dann angefangen zu studieren. Aber in diesem Studium nicht richtig gewusst, wo ich damit hin soll. Mhm. Ich natürlich auch Druck mir gemacht habe und auch Druck von außen so langsam immer mehr wurde. Und dann auch dadurch das Trinken immer mehr wurde, auch immer früher dann am Tag. Irgendwann war es so, dass die Freundin weg war, dass das Studium abgebrochen war, dass ich nicht mehr singen konnte. Ich habe geklungen wie eine Kreissäge. Mhm. Also sprich, das, was mir eigentlich das Wertvollste war, war auf einmal alles nicht mehr da. Also da war nichts mehr. Und dann kam deine Musik ins Spiel und hat dich gerettet und vielleicht auch ein Stück weit therapiert? Genau. Also das Album Nachdem ich aus der Entzugsklinik kam, hatte ich erstmal ganz, ganz viel Zeit und alles war auf Null. Ich hatte keine Perspektive und ich wollte mir selbst auch ein bisschen beweisen, ich kann etwas. Und ich hatte einen ganz, ganz starken Zug dahin, diesen Traum eines professionellen Albums zu verwirklichen. Ich wusste immer, ich habe ganz, ganz viele Ideen. Ich hatte nur nie die Kraft und nie die Muße, sie rauszulassen. Und ich hatte jetzt die Zeit und die Energie und habe einfach mal angefangen. Wir schalten bitte nochmal in dein Video, weil ich möchte jetzt nochmal, dass alle deine Musik hören. Yeah. Und von dem Video schalten wir dann in meinen nächsten Beitrag und dann sehen wir uns wieder. Also bleiben Sie dran, viel Spaß beim Hören. Und ein Ort, der wirklich tolle Veranstaltungen garantiert, ist das Sparda Welt Event Center in Stuttgart, direkt hinter dem Hauptbahnhof. Da sind wir heute Abend wieder und was uns da erwartet, das zeige ich Ihnen jetzt. Also kommen Sie mit. Go on, try yourself at the wheel. Ja, wir wollten eigentlich schon immer mit der Popakademie ein gemeinsames Projekt starten und Udo Dahmen und ich, wir haben schon immer wieder darüber nachgedacht, was gäbe es denn da für Möglichkeiten, wie wir die Jugend in Baden-Württemberg die Rampe bauen können, um später mal ihr musikalisches Talent ausleben oder zeigen zu können und damit ausleben zu können. Und ja, dann kam Udo und hatte eine gute Idee. Oh, we're reaching for the sky, the sun and moon and all the stars. Und die Idee war ganz einfach. Wir haben einen Songwriter-Wettbewerb für Schüler und junge Leute bis 21 ausgelobt. Das heißt, die besten Songs gewinnen und haben das für das ganze Land Baden-Württemberg getan. Oh,
Den Songwriting-Wettbewerb gibt es jetzt schon im dritten Jahr. 14 Acts beweisen ihr Talent unter den strengen Augen einer mehrköpfigen Jury. Zu der gehört auch Michelle, die insgeheim Fan von jedem hier ist. Natürlich, ja, super. Ist es eigentlich schwieriger alleine auf der Bühne oder mit mehreren? Wie ist das? Also wenn man alleine auf der Bühne ist, dann ist man natürlich total aufgeregt. Man hat niemanden, mit dem man sein Leid teilen kann. Auf der anderen Seite, wenn man mit mehreren Leuten auf der Bühne ist, muss man natürlich immer Rücksicht nehmen. Ne? Vor allen Dingen, wenn einer was mal falsch spielt, dann hat man ein Problem. Ne? Aber ist natürlich schön, wenn man eine Band hat. Bewertet wird die Struktur eines Songs. Ob er einen guten Refrain hat, natürlich muss der Text stimmen und auch die Ausführung auf der Bühne sollte eine gewisse Qualität haben. Zu gewinnen gibt es Preisgelder und ein professionelles Coaching an der Pop-Akademie. Und falls Sie jetzt Blut geleckt haben, kann ich Ihnen verraten, nächstes Jahr wird es den Songwriting-Wettbewerb auf jeden Fall wieder geben. Und das hier ist die Siegerin, Lilly Freier-Ziegler mit ihrem Song Not Important. Herzlichen Glückwunsch. Sind am Ende. Mit dir kann man quatschen wie mit einer Frau. Ist das jetzt ein Kompliment? Ja, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ja, doch, doch. Das schön. Würde ich auch machen. Andi, ganz kurz, deine Vision. Wo willst du hin? Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch wäre zunächst einmal, mein nächstes Album zustande zu bringen. Und ich wünsche mir jetzt, dass du deinen Veranstaltungstipp in unsere Kamera sagst, weil damit endet meine Sendung immer. Ihr solltet kommen ins Café Galau. Und zwar am 6. Juni. Da kommt Max Lilja. Das ist ein finnischer Cellist, Gründungsmitglied der Band Apokalyptika, finnisches Cello-Quartett. Und er macht Cello-Musik mit seinem E-Cello und verbindet das mit experimentellen Elektrosounds. Das ist wirklich was ganz Eigenes, habe ich so noch nie erlebt. Kommt vorbei, ich bin da. Sehr schöner Tipp. Und mein Tipp ist, am 30. Juni ist das Heusteigviertelfest im Stuttgarter Süden. Ein kleines, nettes Straßenfest mit Flohmarkt, mit Essen, mit Trinken, mit guter Musik. Auch da sollten Sie mal vorbeischauen, wenn Sie noch nicht da waren. Andi, es war ein Fest. Mir auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Claudia. Alles Gute für die Zukunft. Danke sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Und bis dahin alles Gute und tschüss.